Na, was passiert denn jetzt? Geisterhafte Stimmung, etwas weniger Licht. Dabei bleiben wir unter Menschen. Menschen 93. Gestern waren wir noch zu Gast beim Grafen und Sie sahen die Buchenscheite im Kamin brennen. Heute tauchen wir in eine ganz andere Szenerie. Junge Leute, die nicht so aussehen, als hätten sie den Tag zum Freund. Gruftis, dunkle Gestalten, alles Quatsch. Ganz normale Jugendliche, die sagen, was ihnen wichtig ist im Leben und was nicht. Sonntagabend unter der Münstener Brücke. Exit heißt die Diskothek und jede Woche treffen sich hier Menschen, die ein wenig anders aussehen. Wilde Frisuren und schwarze Kleidung sind ihr Merkmal. Black Wave lautet das Schlagwort, schwarze Welle. Satanisten sind sie keine und schwarze Messen feiern sie schon gar nicht. Magisch ist für sie die Ästhetik des Schwarzen. Junge Leute mit dem etwas anderen Lebensstil. Tassilo ist Bauzeichner. Bei ihm zu Hause treffen wir auch noch Sascha und Christian. Was hat dich in diesem Jahr besonders geärgert, aufgeregt? Ja, besonders. Ja, vielleicht der Brandanschlag in Solingen. Wie hast du den erlebt? Ich komme aus Solingen und ja, es war furchtbar. Vor allen Dingen das Schlimme an der Sache war, die Leute haben hinterher nur noch die kaputten Scheiben gesehen und so. Und was da eigentlich passiert ist, wurde irgendwo vollkommen unter den Tisch gekehrt. Und das fand ich also erschreckend. Was ist denn eigentlich passiert, deiner Meinung nach? Da sind Menschen ums Leben gekommen durch Leute, die immer noch falschen Gedankengut nachgehen. So. Und tja, also es sind halt Mitbürger ums Leben gekommen, die halt nur durch ihre Nationalität sich von anderen Menschen unterscheiden, aber sonst halt genauso Mensch sind wie alle anderen auch. Gab es in diesem Jahr irgendwas, was dich richtig gefreut hat? Ja, man hat nette Leute kennengelernt, so. Meiner Familie geht's ganz gut und so. Die üblichen Dinge, würde ich sagen. Wenn du so ans nächste Jahr denkst, gibt es da Sachen, vor denen du dich fürchtest, die dir Sorgen machen? Ja, vielleicht wie es beruflich weitergeht und so. Erzähl mal. Ja, ich habe jetzt halt Ende Januar meine Lehre zu Ende. Hoffentlich erfolgreich. Und was danach ist, weiß ich halt noch nicht hundertprozentig. Ich würde ganz gerne vielleicht mein Fachabi nachmachen und dann Sozialarbeit studieren, aber es ist halt noch ein langer Weg. Nächstes Jahr sind auch Wahlen. Gehst du wählen? Ja, natürlich. Wie siehst du dem Wahljahr entgegen? Was glaubst du, was wird passieren? Ich hoffe einfach mal, dass es endlich mal mit der schwarzen Regierung hier aufhört. Also, dass die schwarzen Parteien endlich mal ein bisschen zurückstecken müssen, so. Hast du eine Vorstellung, in was für einer Gesellschaft du leben möchtest? In einer guten. Ja, ich weiß nicht, aber ich kann jetzt... Denkst du manchmal darüber nach, wie das so zugehen sollte, deiner Meinung nach? Also so eine Situation habe ich mir eigentlich noch nicht vorgestellt. Also es müsste halt irgendwie so sein, dass Probleme, die jetzt so gemacht werden, die eigentlich gar nicht nötig sind, gar nicht erst auftauchen, wie zum Beispiel auch der Fremdenhass. Interessierst du dich überhaupt für Politik oder ist das was, was dir eigentlich eher so zufällig begegnet? Also zufällig begegnen tut es mir eigentlich nicht. Ich interessiere mich ehrlich gesagt nicht besonders dafür. Aber wenn ich es mitkriege, dann trifft es mich halt doch auch. Liest du Zeitung? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Guckst Fernsehen, hörst Radio? Nee, also Fernsehen gucken höchst selten. Wodurch kriegst du denn mit, was du sagst? Ja, durch Freunde halt, wie zum Beispiel vom Stiesel, der wohnt ja auch in Solingen. Und von ihm habe ich das dann auch erfahren. Wie hast du denn Solingen mitgekriegt dann? Eigentlich so überhaupt nicht. Eigentlich nur durch die Erzählungen von, ja okay, ich habe dann auch schon mal durch Zufall was in den Nachrichten gesehen. Aber
Ich habe mich jetzt nicht extra deswegen besonders informiert. Das heißt jetzt nicht, dass es mir gleichgültig war, aber so habe ich halt nicht so viel davon mitgekriegt, wie ihr jetzt vielleicht. Sind denn Wahlen für dich denn überhaupt ein Ereignis? Nö. Gehst du auch nicht hin? Nee. Warum nicht? Scheißegal, oder? Nee, scheißegal nicht, aber ich meine, das hört sich jetzt blöd an und man sagt auch, wenn das alle sagen würden, dann. Aber ich glaube nicht, dass halt meine Stimme irgendwas ausmacht. Und mir fällt jetzt auch auf Anhieb keine, ich bin nicht so informiert, aber mir fällt auch auf Anhieb keine Partei ein, die halt, mit der ich übereinstimmen könnte. Spürst du selber auch was, dass sich das geändert hat in der Gesellschaft, dass man mit Minderheiten anders umgeht, oder? Also ich denke mal irgendwie mit dem Rechtsradikalismus, dass es den in der Form, wie es den halt auch irgendwie bisher eigentlich immer gegeben hat, auch nicht unbedingt gewachsen ist, sondern eben die Aggressionen nur gewachsen sind. Also nicht die Anzahl der Rechtsradikalen sich irgendwie vermehrt hat, das glaube ich eigentlich weniger. Sondern eben durch politische Verhältnisse und sowas sich die Aggressionen gesteigert haben, die eben dann so stark wie in Solingen jetzt eskalieren. Denkst du manchmal darüber nach, woran das liegt, wie das kommt? Ja gut, also für mich ist das irgendwie kein Thema, ne? Also ich kann es nicht nachvollziehen, ne? Mit Arbeitslosigkeit und Wohnungssuche und so weiter. Wenn ich jetzt selbst in der Situation wäre, eine Wohnung zu suchen, würde ich lieber einen, ja gut, Asylanten ist gut, also einem ausländischen oder einem Ausländer eben eher diese Wohnung zusprechen oder so, als irgendwie jemand, der halt irgendwie nur aggressiv in der Gegend rumschreit und so und sich darüber aufregt. Und denn irgendwo leben wir alle auf dieser Welt und ich denke, man sollte das nicht alles so national sehen. Also nicht, ja, eben nicht dieses Nationalbewusstsein haben. Du selber siehst auch nicht so aus wie ein normaler Bürger. Spürst du selber was von Aggression in der Gesellschaft? Eigentlich relativ wenig. Also ich habe bis jetzt eigentlich relativ wenig negative Sachen gehört. Also klar, so Berührungsprobleme am Anfang jetzt, aber also grundsätzlich eigentlich sehr wenig. Das heißt, du fühlst dich so, wie du bist, eigentlich in der Gesellschaft akzeptiert? Ja, ich denke schon. Weltweit ist der Kommunismus ziemlich tot. Der Kapitalismus siegt auf der ganzen Linie. Ist das gut für die Welt? Also ich würde sagen, weder noch. Gut, ich kann mich davon nicht ganz frei sprechen. Ich konsumiere selbst ganz gerne. Und von daher würde ich mich wahrscheinlich auch eher nicht gerade zum Kapitalismus hingezogen fühlen, um Gottes Willen, das niemals. Aber ich denke mal, ich kann mich davon selbst nicht frei sprechen. Und von daher ist es irgendwie auch schwierig, da irgendwie in der Kürze irgendwie da irgendwie einen vernünftigen Strich zu ziehen oder so. Leistungsgesellschaft findest du selber also in Ordnung? Bedingt in Ordnung. Ich stelle es mir sehr schwer vor, auf das Konsumieren oder so. Ich meine, ich konsumiere persönlich nicht allzu viel, aber das, was ich mir dann ab und dann mal gönne, mache ich eigentlich sehr gerne. Und jetzt in einer krassen Form darauf zu verzichten, kann ich mir auch schlecht vorstellen. Wäre im Prinzip besser, aber kann ich mir auch schwer vorstellen. Hat sich für dich was geändert in diesem Jahr? Geht es dir schlechter, geht es dir besser? Ja, das ist auch sehr schwer zu sagen, weil ich nie besonders viel Geld verdient habe. Also sagen wir mal, in Zivildienst ging es mir eigentlich recht gut, weil ich habe mehr verdient als in der Lehre. Ja, was heißt verdient, also mehr bekommen als in der Lehre. Und richtig gearbeitet, also wenn dann eben auch nur Nebenjobs, aber ich habe irgendwie auch nie so viel Geld, dass ich das irgendwie entsprechend vergleichen kann. Und, also sagen wir mal so, ich sehe es jetzt nicht so negativ mit einer neuen Jobsuche oder sowas. Ich denke mal, wenn man wirklich sich dahinter klemmt, wird man auch immer irgendwie was finden. So. Das heißt, der Ausblick aufs nächste Jahr eher positiv oder eher negativ? Ja, also ja, aufs nächste Jahr, also für die Zukunft. Ja, beruflich gesehen eher positiv und sonst geht es mir eigentlich auch recht gut.
und von daher sehe ich dem Ganzen einfach doch optimistisch eigentlich entgegen. Ich wette, die bieten einer alten Frau in der Straßenbahn sogar ihren Sitzplatz an und vielleicht setzen sie sich demnächst sogar mal neben so einen jungen Mann.